Hallo Leute, so ein kurzes weiteres Sammlungsvideo. Hier zeige ich euch meine ganze H.G. Francis Gruselserie oder Horrorserie Hörspielsammlung auf Kassetten und CDs. Viel Spaß dabei! So, als erstes fangen wir mit den MCs, mit den Kassetten an. Da haben wir Folge 3. H.G. Francis, Dracula, König der Vampire. Hier auf dem Cover Dracula und das Schloss in Transsilvanien, Schloss Dracula. So, wenn ich das hier hinten durchlesen möchte, das Video einmal auf Pause machen, bitte. So, da haben wir sie. Weiter geht's. Die Begegnung mit der Mördermumie, Folge 7. Da. Dann haben wir Gräfin Dracula, Tochter des Bösen. Hier auch sehr schöne Zeichnung, sehr schöne Artwork. Da. Dann geht es weiter mit der 9. Folge im Bann der Monsterspinne. Hier die Riesenspinne. Da. Es geht weiter mit Draculas Insel, Kerker des Grauens. So. Dann haben wir Folge 11, der Pakt mit dem Teufel. Hier, das ist doch eine Originale von früher. Aus den 80ern kam die raus, oder 70ern, 80er. Da, gelbe Kassette. Und wenn man mal schaut, das sind diese Kassetten hier, die ersten hier, das sind. Die wurden wieder rausgebracht. Im Jahre 2000 oder 2001 kamen die wieder raus, sind die erneut erschienen. Und wenn ihr mal guckt, früher waren die Kassetten ab 12 Jahre und dann später waren die Kassetten ab 14 Jahre. So, machen wir weiter mit Folge 12, die Nacht der Todesratte. Gehen wir weiter mit dem Monster auf der blutigen Spur. Sehr gute Folge. So. So, die CDs, die ich da habe. Die erste Folge aus der H.G. Francis Gruselserie. Das erste Hörspiel: Frankensteins Sohn im Monsterlabor. Ab 14 Jahre. Dann die vierte Folge, das Schloss des Grauens. Ich bin der Meinung, das war ganz früher mal die erste Folge. Bin ich der Meinung. Leute, lasst es mich mal wissen in den Kommentaren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sehr, sehr gute Folge nochmal nebenbei. So, und hier die Insel der Zombies. Folge 17. Auch gut. So Leute, wir haben hier 11 Hörspiele liegen. Das sind die Hörspiele, die ich aus der Reihe gehört habe. Und ja, ich zeige euch jetzt mal so meine Lieblingsfolgen aus meiner Sammlung hier. So, diese hier, sehr, sehr gut. Die dritte Folge, Dracula, König der Vampire. Ja, man kann eigentlich sagen, meine Lieblingsfolge, das ist die beste. Die hier. So. Dann, die ist auch sehr gut. Gräfin Dracula, Tochter des Bösen. Richtig gut. Diese hier. Dann, auch sehr, sehr, sehr gut. Der Pakt mit dem Teufel. Mit dem Schergen-Toni. So. Dann,
Auch sehr, sehr gut. Die Monster auf der blutigen Spur. Da auch sehr gut. Die CDs, Frankensteins Monsterlabor, auch eine super Folge. Klasse. Da. Und das Schloss des Grauens. Da. Diese hier. Das sind so meine Lieblingsfolgen. Sehr, sehr gut. So, hier haben wir sie. Sehr, sehr schön. Was ich früher auch so toll fand, waren die CDs, wie nachher auf CD rauskam, 2001, Anfang 2000, da, die waren in grün und je nachdem dann Cover und in rosa gehalten, die CDs. Auch sehr cool. Hier mit so einer Hand fand ich nicht schlecht, die Idee. Sehr cool. Hier die Erzähler vom ersten Hörspiel. So. Ja, bei den Kassetten, da waren das, die waren ja früher, wie man hier sehen kann, hier hinten so gelblich. Und dann bei der Neuauflage Anfang 2000, da waren die dann schwarz. So. Ja, das ist meine ganze H.G. Francis Gruselserie. Alles, was ich da an Hörspielen habe. Klein, aber fein. Ja, Leute, das war's von mir. Ich habe 11 Folgen der Serie. Ich bin der Meinung, es gibt 17 oder 18 Folgen insgesamt. Und ja, mal schauen, ob ich sie irgendwann alle zusammen bekomme. So Leute, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.